So, nochmal einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde von meiner Seite aus, also die Hahn. Ich kann kurz nochmal in Anführungsstrichen Entwarnung geben. Ich habe alle meine Spieler wiederbekommen. Ich habe mich mit der Person, die mich gehackt hat, in Anführungsstrichen auseinandergesetzt und habe halt paar Dinge mit ihr geklärt, ob es jetzt noch zur Anzeige kommt oder Peng sei erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich meinen Kram zurück. Die Person bereut es. Hat sich anfangs ein bisschen blöd gestellt und alles drumherum. Aber egal was ist, es regt mich schon wieder so auf, auch wenn ich dafür jetzt wieder gehatet werde oder sonst irgendetwas. Weil irgendein kleiner Bob in meinen Kommentaren schreibt, es war Buffy Cry. Warum? Warum sollte es Buffy Cry gewesen sein? Warum lauft ihr dann alle dahin und fangt an, diesen Typen zu haten? Ich habe euch nicht dazu aufgefordert, ich habe nichts gemacht. Ich meine, warum vertraut ihr irgendjemanden, irgendjemanden, der hier in die Kommentare geschrieben hat? Also ich bitte euch, sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht. Ich will, dass ihr mich, also dass ihr euch entweder bei ihm entschuldigt oder sonst irgendetwas macht. Zumindest einfach nicht seine Videos disliked. Dann nehmt die Likes weg oder macht irgendetwas anderes. Sowas gehört sich nicht. Aus Unwissenheit Kacke bauen ist die größte Kacke, die man bauen kann. So, und ich habe nicht aus Unwissenheit irgendjemanden beschuldigt, sondern ich war mir voll und ganz sicher und bin ganz offen und ehrlich auf die Person zugegangen, habe ihr einfach meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, wie weit ich gehen würde und was letztendlich die Fakten sind, die letztendlich entstehen können und die Folgen für die Person. So, ihr habt es gesehen, ich habe meine Spiele wieder, ändert nichts dran, dass meine Statistik weg ist, dass 80% meiner normalen Spieler weg sind, aber hey, ich habe immer meine Inform-Spieler wieder. Ich habe ja extrem Glück gehabt, dass sowohl Inform Ronaldo, Inform Isco und Inform Second Inform Lewandowski zu dem Zeitpunkt nicht auf diesem Account waren. Und dementsprechend kann ich mich einfach glücklich schätzen, aber ich möchte mich, dass ihr, ich will es einfach, dass ihr euch bitte bei Buffy Cry entschuldigt, das gehört sich nicht. Keiner von euch hat das Recht, diesen YouTube-Kanal zu beschuldigen, die beiden Leute von Buffy Cry zu beschuldigen und fertig. Damit hat es sich einfach gegessen. Ich werde mich selber auch nochmal bei ihm entschuldigen. Ich kann wieder mal die Kacke von euch ausbaden für absolut gar nichts. Meine Güte, ey. Na egal, ja, was soll ich jetzt Großartiges sagen? Ich verstehe es einfach langsam nicht mehr. So leid es mir tut. Es geht nicht. Was ist denn das? Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und ja, da sind die Spieler. Ich bringe irgendwann, was weiß ich, vielleicht in den nächsten Tagen irgendein Video oder sowas. Bis zum nächsten Mal.